Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together, but one day, hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone. And they had to find a new home. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. And then they worked together to learn how to use his power and to follow the rules for them. They discovered a secret hideout where they could train day and night. They were happy. But the little wolf got very sick, so they had to move on. On the way, a deadly predator attacked them. But the little one destroyed it using his power. They decided to journey to the home of their nearby ancestors to seek help. Finally, the tired and hungry brothers made it to the home of their ancestors. The old wolves invited them to stay. They even took care of them. They were happy to have a safe, warm place to rest. The little wolf even made friends with a raccoon, and together they went on awesome adventures. Unfortunately, hunters were hot on their trail and found them. But the tiny raccoon helped the brothers escape and almost got hurt. The brothers had nowhere to stay again, so they decided to keep going south to the distant homeland of their papa wolf. No way, you little shit. Daniel, get your ass over here now. Seattle, drei Monate vor dem Vorfall. Ja, Leute, wir sind zurück in Life is Strange 2. Die dritte Episode startet in der Vergangenheit. Ich bin sehr gespannt. Das wird nochmal schön auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern, dass es im ersten Teil auch so war, dass wir in der Vergangenheit einmal waren, und das finde ich jetzt allein schon mega cool. Man, I suck at perspective. I should take a class. Naja, ich finde es ganz gut. Die Beine sind ja noch nicht gezeichnet, deswegen schaut es echt gut aus. Eigentlich. I scored it at the skate park last week. Now I need to sew it on. Ich
Aber wir werden auf jeden Fall Layla nochmal jetzt sehen hier. Und ich bin gespannt. Wir kriegen hier wahrscheinlich sehr, sehr viele Hintergrundinfos. Wie gesagt, ich freue mich drauf. Wir starten in der Vergangenheit. Man, that would fucking kill me if he found this. Wahrscheinlich schon. Ja, deswegen versteckst du es so schlecht. Okay. Shit. I can't wait for the show with the whole crew. The Failure plus Guest. The Open House Seattle, Sonntag, 21. August. Ja, wir sind also wirklich eine Menge voraus, wo die Welt noch ganz normal war. I hope they don't expect me to remember all this when school starts. Ach, Sommerferien. Ja, klar. August sind Sommerferien. How did I get Layla to talk me into the shit? Layla, wer ist dabei? Tauchen im Reservoir morgen. Ohne mich, Hausaufgaben. So ein Schwachsinn. Er kommt. Und zwar ganz ohne. Wie? Da ist ein hoher Zaun. Spring drüber, du Star-Athlet. Drahtschneider, nur für die Fälle. Ein andermal. Gib keinen Ausweg, Geburtstagskind. Geh ans Telefon. Abspringen ist nicht. Ah, okay. Looking kind of lame. Swipe left. So, dann haben wir ein Anschreiben. So much bullshit. Sehr geehrter Manager des Z-Markt-Verkaufsabteilung. Mein Name ist Sean Diaz und ich bin ein 16-jähriger Schüler mit Notendurchschnitt von 2,5. Mrs. Castillo von Jugend-Zukunft-Projekt hat mir ihr Geschäft und ihre Abteilung empfohlen, um mich auf eine Position als Teilzeitassistent zu bewerben. Ich habe im Kundendienst der Werkstatt meines Vaters gearbeitet, seit ich 13 war und habe Erfahrung mit Menschen und Kassensystemen. Als Läufer ist mir die Bedeutung von Teamarbeit bewusst und da ich ihre Sportabteilung bereits kenne, denke ich, dass ich eine gute Ergänzung für das Verkaufsteam des Z-Marts wäre. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, dass ich bald von Ihnen höre. Dieses Hoffe ist falsch und dieses Wäre ist auch falsch, aber sonst hat er es echt gut geschrieben. Und so, by the way. So, dann, genau, haben wir hier alles. Schauen wir mal noch in die Tasche. Need to put on the patch I bought last week. Hm. Apropos, auch cool, eine Zeichnung. Apropos, ups, sorry. Ah, okay, wir können hier auch gar keine Sachen finden, weil wir haben wirklich nur den Rucksack. Und zwar immer, ja, alles klar. Ja gut, das heißt, ich gehe davon aus, dass wir in der Vergangenheit keine Souvenirs finden. Naja. Beziehungsweise, sorry, ich muss nochmal kurz reingehen. Wir probieren das jetzt mal mit diesem Aufkleber. Nee, okay. Dann gehen wir wohl zu Daniel. Beziehungsweise, wenn es geht. Ich würde, dass du mit Daniel interagierst. Ja, das weiß ich doch. Wish I had more time to play. Unless for summer school. They're probably gonna bury me in this thing. Meint er mit Sommerschool so Party und so? Ich glaube, er hat da nicht immer Bock drauf, aber wird aber mehr oder weniger damit. Aha, cool. Oh, no time for this. Bestraft. Also man sieht schon, diese zwei Episoden, die wir gespielt haben, da ist die Beziehung zwischen den zwei auf jeden Fall um einiges besser geworden. Also wenn ich mir das hier so anschaue. Sucks to be Daniel. But he can't bug me all the time. Ah, hier ist auch ein Raum, den haben wir noch nie gesehen. I would have been pissed if I was there. Asshole. Hey Nachbar, ich wollte Sie nur wissen lassen, dass ich es nicht zu schätzen weiß, dass Sie letzte Woche wegen meinen Freunden und mir die Polizei gerufen haben. Ich weiß, es war spät, aber es war ein Samstag und wir hatten keine große Party. Es hätten einfach fragen können, ob die Musik leiser drin ist. Außerdem haben wir diesen Flaschen nicht absichtlich in die Rinne gelassen. Stattdessen haben sie eine Spektakelveranstaltung die Polizei gerufen, die uns eine Stunde lang belästigt hat. Sie haben sogar geglaubt, ich hätte eines meiner eigenen Autos gestohlen. Ich bin froh, dass meine Kinder nicht zu Hause waren, um das mit anzusehen. Probieren Sie das nächste Mal zu klopfen. Ihr Nachbar. Genauso asozial wie der Sohn von den Nachbarn. So, da gucken wir gleich mal. Hier waren wir noch nie drin. Tatsächlich. Dude, I told you to stay out of my room. Ow!
work. Yeah, I'm not fucking around anymore. Got it? Do you hear me, Daniel? You shall not enter your brother's room. Watch out, man. You started it, dickhead. What is this crap? Are you fighting again? You proud of yourself? Stop it! Enough! Getting tired of this. Sean, what happened? Now! He started it. He always gets mad. He's totally lying. You little... Enough! You both better listen because I'm tired of this crap, okay? This is my house too, not your playground. You hear me? Jeez. You guys are working my last nerve this week. You okay, mijo? I'm going to talk with your brother. You know the drill. Bedroom and no games. I didn't do anything! Uh-huh. Let's talk. Now. This is so stupid! It's bullshit! Okay. You really taught that book a lesson. You done? Hmm? Whatever. Like, you're gonna believe me. Daniel's always right. Look. Please? Listen, Sean. I can't do this on my own. I can't. I need you to help me. I know you don't want to babysit Daniel. You grow up, you need space, more freedom. I get it. But we're a trio now, and you gotta take some responsibility. That little shit is just a kid. You're almost an adult. I know that, and I do look out for him, I swear, but he's a little brat. So were you, and you had 8 years of being spoiled before you had to share toys with your little brother. I know it might sound cheesy, but we have to be good role models for him. He's a Diaz, right? Okay, I hear you. I'll try to be super bro. Just try to be there for him, like you are now. Says mi hijo. I'm late for work. Go talk to your brother and work this drama out. We'll go to the movies tonight if you guys don't wreck the house. I know you love to hear this, but I'm proud of you, both of you. Okay, get back to work. Das ist echt schnell eskaliert, muss ich mal so anmerken. Ich meine, und jetzt ist auch noch diese Statue kaputt. Ja, ja. So, wir haben ja alles angeguckt schon. Bevor ich jetzt zu Daniel gehe, weil der soll in seinem Raum bleiben, schauen wir erstmal uns nochmal um zu Hause. Also hier haben wir auch schon alles gesehen. Dann gehe ich mir davon aus, dass die Sachen im Esszimmer auch gleich sind. Aber hier zum Beispiel. Dad got in trouble for his last barbecue. Hope he does it again, so I can come this time. Ach so, ich hab's falsch verstanden. Der Nachbar hat gerufen. Und Esteban hat die Party veranstaltet. Ich dachte schon andersrum, aber... Keine Ahnung. Playbox. Sorry, Andrew. I'm the free babysitter now. Mhm. Das ist ein cooler, interessanter Controller. Gibt's so ja auch noch nicht. Genauso wie die Playbox. Daniel is psyched. But I'd rather just go with Lila and the crew. Echt phänomenal, der majestätische Wal. Alle an Bord für Ahabs Mobi-Tagestour. Segle über die mächtige See mit der Crew der Neptun und triff Wale. Gratis Meeresfrüchte, Gerichte zum Mittag. Angle von Deck aus. Gratis Bilder von dir, der Crew und den Walen. Tägliches Auslaufen. Dienstag bis Sonntag. Besuch unsere Wahlseite für weitere Infos. Ahabs Mobi-Day-Tour. Dotzi.
So, ich denke mal, genau hier komme ich nicht rein. Ah, aber das haben wir noch nicht. Oh je. We really fucked up on this one. Dad loves his trophy. Vielleicht können wir sie ja reparieren. Nee, scheint leider nicht so. Er hat sich aber gar nicht so krass anmerken lassen. Was ich aber auch okay finde. So. Can I come in? It's the big bad brother. No! Stay out! I said no! Get out! Whatever! I'm not listening! La 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 la! I come don't on, hear dude. Anything! La la la! Okay. Interessant. Er hat eine 4 in Mathe. Dad confiscated the playbox after that. Daniel was a total rageball. Bitte Elterngespräch mit Lehrer vereinbaren. Was? Hab ich gar nicht gedacht. My brother's a little player. Lila loves it. Cool. So, mit ihm will ich doch gar nicht so groß interagieren. Sondern, er ist halt sehr kreativ. Sondern wir schauen uns erstmal die anderen Sachen an. So lucky Noah lives downtown. Else they drive me crazy. Ach, das ist Noah. Den haben wir auch noch nicht kennengelernt, nur gehört. Interessant, weil er hat ja mal gesagt, in Episode 2, ja, ich vermisse Noah. Und so schaut er also aus. Isn't Daniel too old for bedtime stories? Klingende Kinder aus Poughkeepsie. Peter Tobero. Nehmen wir es auf Spanisch. Who would have thought playing Minecraft would get him back to his blocks? So. Gift from Lila. Wow. Daniel never got so close to proposing to her. And don't touch my stuff. Too bad we didn't have a clue she hated all of us. Ach, das ist die Mutter. Schildkröten Sportclub. Nee, ich glaube nicht, dass sie uns gehasst hat, sondern keine Ahnung. Also wir haben ja einmal zur Auswahl das Alien, das Stofftier, den Roboter und hier war doch sonst noch was oder täusche ich mich? Ah ja, die Zeichnung. Whoa, don't know who drew this, but it's totally rad. Hey Daniel, why are you pouting? A young space warrior should never pout. We need to stand strong against the enemy. Come on, man. I'm running out of punchlines here. Leave me alone. Versuche ihn erstmal zu überzeugen. Oh, you kept this guy. We got him from that creepy circus, remember? You wanted him so bad. Got him for you shooting at that freaking target. Yeah, right. Dad, aim the gun. So what? You still won. Because of me. Why are you still here? Irgendwie zu hören, hört nicht zu. Ach, mit dem Raumschiff können wir ihn jetzt auch noch. Aber wir nehmen mal den Roboter als nächstes. Haven't seen you in forever. Dad made me give this to you. You always wanted my toys. Does this even work anymore? Not after you took care of it. Poor robot. No battery. Duh. I can't hear you. Yeah. Du kannst mich nicht hören. Oh, I forgot about Bobby the Yeti. So ein Yeti. I brought it back from that field trip to Vancouver. I mean, who does that? Other than a super cool big brother. Ah. He's right, Daniel. You should totally forgive him. See? I'm not saying it. Bobby does. Come on. Go away. Oh, now you can hear me? Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum. Also klar, wir sind die Größe, der Größere, aber ich weiß nicht so, wir haben ja eigentlich nichts gemacht. Wir wollten bloß nicht, dass er unser Zeug anfasst, ne? Hey. Aber naja. That's cool. Did you make it? Be careful. Whoa. It's fragile. No problem. Suddenly you're Mr. Careful. Okay, if I sit down. Ah, wir haben es geschafft.
So, when did you get this? Last month. Dad said I should learn to do stuff by myself, since you're not around as much. Hey, come on. It's not like I'm leaving home. You might as well. I never see you. We don't even play games anymore. We don't do anything. Daniel, I want to hang out with my friends sometimes. You're gonna be doing the same thing in a couple of years. Hi. I don't want to grow up. It's boring. Here. Sorry I took it. That's what you wanted? That stupid watch? You said you'd get me one at the thrift store last week, but you forgot, like before. Well, you better keep this watch then. Wow! Thanks, Sean! This is so cool! I'll keep it forever and ever. Und ab der Stelle können wir echt froh sein, dass wir das Zelt aus der Tankstelle geklaut haben. We used to have big rooms. Now all our stuff fits in a bag. Mal schauen, ob wir reingucken. Ja, oh, stimmt, die Zeichnung von Daniel. Daniel war so begeistert von der Zeichnung. Ich liebe dieses Kind. So, und dann müssen wir natürlich gucken. Ah, neue Tagebuchseiten. Wow, sehr, sehr viele sogar. Mein Hirn tut weh. Daniel ist sauer, dass wir weg mussten. Mir gefällt es auch nicht. Ich bin gespannt, wann wir heute rauskommen. Jetzt sind wir wieder auf uns selbst gestellt. Er ist sauer, dass er Chris wegen seiner Kraft angelogen hat. Das Kind hört nie zu. Hätte schlimmer sein können. Tut mir leid, dass wir angelogen haben, Kumpel. Auf und davon. Ja, ich find's auch doof. Man weiß ja eben, dass es Ending gibt, dass es funktioniert. Ich wünschte, ihr könntet hier bei uns bleiben. Ich weiß, ich hoffe, du erholst dich bald, alter Mann. Wir sind also auf einen Zug Richtung Süden gesprungen. Was zum Teufel? Aber wir sind näher an Puerto Lobos. Daniel ist kalt und er hat Hunger, genau wie ich. So froh, dass er den Zug liebt. Falls wir kein Flüchtigen wären, wäre das ein tolles Abenteuer. Falls. So läuft es nun mal. Zwölfter. Der Schnee ist weg. Was bedeutet, es wird Zeit für uns zu gehen? Willkommen in Kalifornien. Kalifornien, willkommen. Natürlich, wenn es südlicher wird, dann ist es natürlich auch weniger Schnee oder weniger kalt. Wir sind obdachlos. Nicht fair für Daniel, ich hasse es. Kleiner Wolf. Schaut aber schön aus. Ach, das heißt, sie sind tatsächlich mal in der Stadt gewesen. 17.12. Wir haben endlich nach Nordkalifornien geschafft, sind vom Zug gesprungen und ewig gelaufen, aber wir haben eine kleine Stadt gefunden. Ja, wir mussten Essen klauen. Tut mir leid. Was jetzt? Hab nach Arbeit gesucht, hab einen komischen Typen getroffen, der meinte, wir können auf einer Farm im Ort arbeiten, wenn wir keinen Ausweis haben. Wenn wir keine Ausweise haben, achso. Ich weiß warum, aber wir haben keine Wahl, wenigstens haben wir eine Unterkunft. Ist es vielleicht mit dem Teaser in Verbindung? Ich bin sehr gespannt. Laut Leute auf der Farm sind cool, sie stellen keine Fragen. Die Art Arbeit bringt uns aber nicht nach Puerto Lopez. Denn ihr gefällt es hier. Gut, dass ich alleine arbeiten gehen kann. Komisch, ihn nicht ständig um mich zu haben.
Triff deine Wahl. 4. Ich vermisse Papas Barbecue-Rippchen. 18.12. Gartenarbeit $30. Mobiltoiletten reinigen 25. Nie wieder am 20. 21.12. Mobil. Möbelrücken 20. Dollar Bier. Überall Bier. Okay, ich bin gespannt, wie wir jetzt gleich Weihnachten verbringen. Irre, wie viel Vermissten-Poster hier überall sind. Was zum Teufel stimmt mit der Region nicht? Vermisster nach erwachsener Name A, Alter 45, Haare Bl, Augen B, große Bl. Bitte, wenn Sie diese Person sehen, Kim M. Rice. Burger am Heiligabend, erstes Weihnachten ohne Papa. Ist wie ein kleines Schweinchen, Burgersoße. Achso, das ist jetzt auf Daniel bezogen. Sesamkörner, Fleisch, Saft, Flecken, Weihnachtsleckerei. Daniels Meisterwerk, was ist nur aus mir geworden? Ja, interessant. Wir sparen Dollar für Dollar, Zäune errichten, Scheiße hämmern, nicht schlecht, nur öde. Frohes Neues 2017. Alle Welt ist feiern, nicht wir. Okay, also wir sind mittlerweile in 2017 angekommen. Heißt jetzt schon, ist der Vorfall mit den Großeltern schon fast ja, über einen halben Monat, über zwei Wochen her. Ich muss mehr üben, ich vermisse Farbe. Es war echt cool. Zitrusvampir ist nur Farbe Orange. Tödlich langweilig. Zeit zu zeichnen. Sanfte Nerds gibt's auch unter Monstern. Ach, mega coole Zeichnung. Gefällt mir. Was ist denn das? Das ist ein Hirsch als Bär-Gorilla-Mann. Maybe. Wurden von der Ranch geschmissen und der Wichser hat mir nur die Hälfte gezahlt. Was zum Teufel? Er hat gesagt, ich soll die Polizei rufen und mich verziehen. Das Land des Freien. Verdammt. Wir sind sowas von weg. Was? Also die Zeichnung hat, denke ich mal, nichts damit zu tun. By the way, worauf ich jetzt auch noch gar nicht eingegangen bin, ich fand es ganz cool am Anfang, wo so ein Rückblick über Episode 2 gab, dass da Captain Spirit als Waschbär dargestellt war. Fand ich irgendwie cool gemacht. Passt auch irgendwie. Daniel wollte das Meer sehen, also sind wir per Anhalter nach Arcata. Wir haben es jetzt raus. Bequeme Fahrt. Bin froh, dass wir umsonst tun könnten. Und Spaß am Wasser fühle ich mich immer besser. Daniel hatte Spaß. Hotspot für Hippies. Viel Gras und Tanzen. Hurra. Wissenschaft. Okay, heißt wir sind doch in jede Menge schon weitergekommen. Wow, es ist schon Januar der 22. Würden Vampire was blutunterlaufene Augen verputzen wie Mini-Cocktailwürste? 22.01. Wie gesagt, schon über einen Monat jetzt. Zum Teufel, was? Wir sind die Hipster-Punks vom Weihnachtsmarkt begegnet. Sie arbeiten auf einer Haschfarm. Schwarzarbeit, gut bezahlt. Sie haben uns eingeladen. Verdammt frohes neues Jahr. Finn, Cassidy, Hannah, Penny, Hund. Ah, okay, das sind also tatsächlich vier Leute. Cassidy und... Ich glaube, Finn war's, kennen wir. Okay, ich bin sehr gespannt. Cassidy. Sie ist so cool und anders. Vom Planet, ihr könnt mich alle. Sie sind wie eine Profi. Witze sind irre lustig. Denn er ist noch nicht so sicher wegen ihr. Aber alle lieben ihn. Außer Meryl und Big Joe. Ah, das sind sogar noch mehr Leute. Das Leben besteht nicht nur aus Jux und Tollerei. Meine Arme schmerzen vor der Arbeit, aber ich werde stark. Brauche mehr Schlaf. Ich glaube, sie mag mich. Scheiße, das sieht tödlich aus. Achso, das hat er zum Drachen gesagt. Ja, definitiv. So, dann Finn tatsächlich. Das heißt, der heißt wirklich Finn. Finn, der grüne Philosoph, Anführer der Gruppe, weiß alles über Gras. Er ist auch der liebste Kerl, den ich je getroffen habe. Hat mir alles über Zurechtschneiden und so beigebracht. Ich kann nicht durchschauen, aber er ist schlau. Nur Hannah kann ihm in den Hintern treten. Meister der Messer. Ich hänge gern mit ihm rum. Unglaublicher Sonnenuntergang. Wir haben uns still angesehen und einen Joint geraucht. Interesting. Aber auch wieder eine coole Zeichnung. Okay, ihr habt viel erlebt. Ich bin gespannt. Dann sind wir ja schon richtig integriert in die Gruppe. Also auch ein krasser Zufall, dass wir die begegnet sind uns. War kein Deutsch. Egal. Es macht Spaß, Hannah und Penny zu zeichnen. Sie sehen aus wie Anti-Fashion-Ikonen aus Santa Fe und Detroit. Ich glaube, Hannah hasst mich. Sie ist älter und hält mich für einen Heuchler. Penny hat eine Theorie für alles. Etwas paranoid. Aber bringt mich zum Lachen. Wir mussten heute die Gewächshaus aufräumen. Spaß. Fühlt sich gut an. Jeden Tag Geld zu machen und zu sparen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist also Hannah.
Okay. Hab die neuen Arbeiter aus Europa getroffen. Anders und Ingrid. Oder Ingrid? Niedliches Paar. Das möchte ich gleich ins Ausland reisen, eines Tages. Hatte eine lange Unterhaltung mit Jacob. Er ist wie ein kleines Kind. Er lebt in irgendeiner religiösen Kommune in Haven Point, Nevada. Hier scheint es ihm gut zu gehen. Bei Mary, der Besitzer. Big Joe, der Schläger. Yo, wir sind immer noch in Nordamerika, oder nicht? Das, okay, wir haben sie sehr lange nicht gesehen. Sehr, sehr lange. Denn es ist bereits der 23.02. Hatte ein paar Bier, Daniel schläft. Das gleiche jede Nacht. Er will mehr trainieren, aber wir haben keine Zeit. Müssen uns verstecken. Es ist nicht leicht. Es ist also schon jetzt über 2 Monate her. Ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen. 2,5. Seit wir sie zuletzt gesehen haben oder verfolgt haben. So, man sieht schon. Seattle. Aha. Ah ja, klar, weil das war der Rückblick. Aber ich finde es so cool, dass wir hier einfach unsere Reise fortsetzen können. Wir sind auch echt schon ein gutes Stück gekommen, ne? Camp. Hotfarm. So, hier, alles klar, gleich was beim Hund. Aha, muss ich eh mal ein bisschen gucken, ne, damit wir da nichts vergessen. Das erste wird jetzt, denke ich mal, jederzeit dann kommen. Im letzten haben wir alles gefunden. Hier leider das erste wegen dem Bug nicht. Okay, nahe des Zeltes auch. Alles klar. Und es war schon immer... Moment. Das war doch immer von rechts nach links, ne? Ja, ich glaube schon. Ja gut, dann sind wir jetzt soweit und können mal wieder weiter gucken. Aaron's Brief. Daniel keeps reading again and again. Das ist der Brief von der Mutter. I told him not to count on her. He won't listen. Ist besser so. Wir haben 1400. What? Okay, ihr wart wirklich fleißig. Und da ist das Bild natürlich von Esteban. Still can't believe we ran into the guys again. Ja, ich auch. Ist ja krass. Talk about fucking fate. Mhm. Aber es ist passend, glaube ich. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Yep. I'm a real man now. Kind of. Verlassen machen wir gleich. Oh ja, das Geschenk ist natürlich auch was Cooles. Genau hier sind wir stehen geblieben. Guess he doesn't care about it anymore. Schade, aber naja. He doesn't talk about it, but I know Daniel really misses Chris. Kann ich auch nachvollziehen. Ja, ist echt cool gewesen. Und so auseinander zu gehen ist jetzt auch nicht so geil. Man, Beaver Creek feels so far away. Ja, wirklich wahr. Achso, jetzt haben wir noch den anderen Rucksack. Ja gut, da haben wir jetzt lang genug geguckt. Dann verlassen wir mal das Zelt.